Hallo Leute, heute schauen wir uns von dem diesmonatigen Event das erste Kapitel an, die zwei Bosse, den goldenen Symbionten und der Hood. Ich habe hier eine kleine Liste zusammengestellt. Also beim ersten Boss, den goldenen Symbionten, finde ich, ist am besten Ghost. Kingpin mit der Synergie mit Daredevil, da kann man immer die schwere Attacke machen. Mit der Synergie kann dann nicht ausgewichen werden. Mache ich dann einen Link zu einem Video in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das ansehen. Ansonsten generell Champs einfach die Volltreffer haben. Corvus, wenn er die Synergie von Proxima hat, Proxima selber, Killmonger, Heimdall. Was man aber aufpassen muss, ist, er kann nicht gestunt werden, also muss man immer ein bisschen aufpassen wegen der Blockeffizienz. Dann gibt es noch der Hood, der hat den Biohazard-Knoten, also wenn man ihn trifft, dann wird man Blutung oder wenn man in seinen Block trifft, wird Vergiftung ausgelöst. Da ist am besten auch wieder Ghost, weil sie diese Blutrausch- oder Vergiftungs-Debuffs umwandelt in Wutausbrüche. Außerdem Dormammu und Iceman. Die ganzen anderen Roboter, naja, Immun-Champs, die sind da etwas mit Vorsicht zu genießen, weil wenn die vergiftet werden würden, dann wird eigentlich ein Schock-Buff ausgelöst, also Debuff ausgelöst und man bekommt trotzdem Schaden. Da finde ich Nebula könnte da noch hilfreich sein, weil sie einfach drei Schocks umwandeln kann und dadurch ihre Ladungen bekommt, die dann wiederum Schaden machen. Als ich heute gekämpft habe, hatte ich keine Möglichkeit, dass ich das Ganze mit Kommentaren und so weiter aufnehme. Darum habe ich jetzt das Video vom Handy genommen und ja, gebe euch jetzt meine Infos dazu. Die erste Superkraft, das ist die von Cyclops, die kann nicht geblockt werden, also muss man da richtig ausweichen. Er setzt auch bevorzugt die SK1 ein. Weich und wehrhaft, jeder abgewehrte Angriff senkt die Abwehreffizienz bis zu einem Maximum von 80%, also sollte man auch nicht zu oft abwehren. Deswegen finde ich, ist Ghost ja, einer der besten Champions dafür. Die Verteidigung ist immun gegenüber Modifikation der Genauigkeit der Fähigkeiten, also das Ganze wie Gehirnerschütterung von Quake oder sowas, die wirken auf den auch nicht. Außerdem muss man beachten, wenn man einen Buff hat, bekommt er eine Kraftzufuhr. Schauen wir uns das Ganze an. Wie gesagt, ich habe das jetzt mit einer 3-Stern-Ghost gemacht. Und Ghost ist meiner Meinung nach einer der besten Champs dafür, weil kritischen Treffern kann von Ghost nicht ausgewichen werden. Und nach dem Fäden der erste Treffer, man sieht es hier ganz links oben, der passive Präzisions-Buff, ist im Prinzip, dann ist der Treffer kritisch. Und wenn man die SKs richtig macht, dann sind sie auch immer kritisch. Ich hatte hier ein bisschen Schwierigkeiten, dass ich am Anfang in den Rhythmus reinkomme, aber wie man dann sieht, geht das dann mit Ghost relativ gut, dass man einfach durch die SK bekommt man durch die duplizierte Fähigkeit von Ghost auch noch Kraftzufuhr und dann, ja, wie gesagt, geht das relativ schnell sogar mit einer 3-Stern-Ghost. Also dann viel Spaß bei dem ersten Video, ich melde mich dann wieder beim nächsten Kampf gegen der Hood. Bin ich wieder jetzt mit dem Kampf gegen der Hood. Auch hier finde ich, dass Ghost eigentlich mein Lieblingschampion als Gegner für der Hood ist. Er hat Biogefahr und Nanoplage. Wenn man getroffen wird, gibt es eine 20%ige Chance, Verletzungen zuzufügen, die 100% des Angriffs als direkten Schaden über 7,5 Sekunden zufügen. Wenn man einen Angriff abwehrt, gibt es eine 50%ige Chance, Vergiftung zuzufügen, was 100% des Angriffs als Direktschaden über 7,5 Sekunden zufügt. Bei Ghost, jedes Mal, wenn ein aktiver Schadensdebuff auf ihr liegt und sie fadet, dann werden die sofort in Wutausbrüche umgewandelt und man bekommt noch zusätzlichen Schaden. Wie gesagt, gibt es auch noch Nanoplage. Immer wenn ein robotischer Angreifer ein Giftdebuff erhalten würde, erhält er stattdessen einen Schock. Das ist, wie gesagt, bei Nebula, glaube ich, ganz praktisch, weil die bis zu drei Buffs, also Debuffs, welche Schock sind. Außerdem hat er auch noch Nanoplage, deswegen finde ich, ist Nebula ganz praktisch, weil jedes Mal, wenn ein Roboter vergiftet werden würde, dann werden die Vergiftungen als Schock-Debuff auferlegt.
Nebula kann bis zu 3 Shock-Debuffs umwandeln und bekommt dadurch zusätzliche Ladungen. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Kampf. Ich melde mich dann nicht mehr. Und wenn euch das Ganze geholfen hat, wenn euch der Kanal gefällt, wenn euch das Video gefällt, liked das Video, abonniert den Kanal und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss! All over, babe.